Die Bundesrepublik Deutschland hat sich eine gewisse Konzeption zurechtgelegt. Sie hat ihr Glück in der Wirtschaft gesucht. Sie ist eine der führenden Wirtschaftsmächte der Welt. Sie hat natürlich dabei ihr nationales Schicksal etwas in den Hintergrund gestellt. Etwas ist gut, eigentlich sehr stark in den Hintergrund gestellt. Man hat sich auf das Management der deutschen Teilung verlagert und dabei im Prinzip vollkommen vergessen, dass durchaus mal die Möglichkeit entstehen könnte, dass die Verhältnisse in Mitteleuropa aufweichen. Und auf diese Situation ist unsere Bundesregierung nicht vorbereitet. Es wird und es muss eine Entwicklung eintreten in der Bundesrepublik, wo man sich von der Konzeption der Europäischen Gemeinschaft, so wie sie geplant ist, also als rein Wirtschaftsverbund, lösen müssen. Und man wird mit den europäischen Partnern, vor allen Dingen den westlichen Alliierten, jetzt und zwar in der nächsten Zeit, das ist eine Forderung, die ja auch immer stärker aufkommt, sich mit den Alliierten und halt mit den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges auseinandersetzen müssen, welche Ordnung man für Deutschland schafft. Und für mich steht fest, dass man sich darauf einigen wird, dass es ein wiedervereinigtes Deutschland in der Mitte Europas gibt. Und zwar ein wiedervereinigtes Deutschland in den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik mit einer Hauptstadt Berlin.